Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League. Heute mal wieder mit einem Community-Turnier. In den letzten Wochen haben wir ja schon mehrere Community-Turniere gemacht. Und ich habe ja immer versucht, da so einen kleinen Twist reinzubringen, dass zwar Skill in gewisser Form entscheidet, wer gewinnt, aber es auch so eine gewisse Form einen Glücksfaktor gibt und Spielspaß an Stelle Nummer 1 steht. Und deswegen habe ich ein bisschen was eingestellt und habe was Besonderes gemacht. Ich sag noch nicht, was ich gemacht habe. Aber das werden wir gleich ja sehen, wenn es losgeht. Hier auch nochmal der Hinweis, folgt mir doch auf Twitter, wenn ihr mitkriegen wollt, wann ein Turnier startet. Und wenn wir jetzt hier eh schon mal noch 11 Minuten warten müssen, falls ihr neu seid, könnt ihr übrigens auch mal sehr gerne ein Abo lassen. Nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben überhaupt abonniert. Und falls ihr neu seid, könnt ihr ja mal sehr gerne ein Abo lassen. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne meinen Creator-Code BadoYT eintragen, wenn ihr möchtet. Okay, Gruppe wird erstellt, es geht los. Okay, Spiel Nummer 1. Ich sag schon mal direkt, ich werde erstmal im Tor bleiben, weil ich... Pass auf, was passiert. Pass auf. Okay. Ist es schon jemand aufgefallen? Oder wirkt es noch normal? Ist es schon jemand aufgefallen? Oh, der Ball ist irgendwie komisch gefallen. Oh, das ist quasi eine normale Runde Rocket League. Aber wir spielen auf dem Mond. Denn der Ball hat einfach eine ganz andere Gravitation. Und das muss ich wahrscheinlich auch noch dazu sagen. Der Ball ist extra schneller, weil er ist ganz, ganz leicht. Und, Oh nein. Okay. Ja, Community-Turnier. Geht der? Geht nicht. Ich wollte nicht... Ich weiß nicht, wie ich den Ball machen soll. Weil er ist ja alles anders. Ich mach den mal so. Okay. Gut, man muss den Ball sanfter berühren, als man denkt. Okay, ich bin mit Fullspeed gerammt, aber es ist nicht gut gegangen. Und... Nee, ich hätte nicht. Aber nicht nur der Ball, sondern wir haben ja auch andere Gravitationen. Guckt, ich schwebe quasi. Und das wird... ja, weggerammt. Wenn man einen wegrammt, ist der einfach weggejietet für 1000 Jahre. Uah, no! Weggerammt? Ja. Nein. Okay, man muss einfach ganz anders spielen. Oh nein. Ganz ehrlich, ich glaube... Ja, let's go. Ich glaube nicht, viele Spieler werden viele Tore machen. Ich glaube, es ist ein Turnier, wo viele Partien einfach 1-0 ausgehen. Das ist so wild. Das ist richtig wild. Okay. Ich hack dir mal. Nee. Okay, ich wollte jetzt ganz auf dippen. Okay, du kannst nicht dribbeln. Das geht zumindest... Geht der? Es geht, okay. Ja, du musst dir halt extra Zeit nehmen mit jedem Schuss. Wow. Oh nein. Ich wollte meinen Kick-Off machen. Und der geht ja gar nicht. Der Wave-Dash-Kick-Off geht hier gar nicht. Moment. Nein. Der geht umgegen. Nein. Okay, den hab ich. Nee. Komm mal, fliege ich höher. Ja, du, dank dem Mondmodus kannst du mit quasi null Boost. Oder wie viel Boost habe ich eingesetzt? 12? Aber guck mal. Ohne Boost. Das ist ein Sprung ohne Boost. Einfach übers Tor geflogen. Okay, muss aufpassen. Ja, deswegen muss ich aufpassen. Oh! Unlucky. Okay. Wie mache ich das? Aber du kannst im Grunde nicht dribbeln. Okay, was mache ich mit dem Ball? Er ist im Tor bestimmt, ne? Mach den mal hoch, guck, was er macht. Okay, ja. Im Grunde ist ja alles anders. Sämtliche Timings und alles sind einfach anders. Der Mondmodus ist einfach krank. Uff. Ich spring mal früh. Ich mach den mal so. Den hat er so. Ich mach den mal so. Der prallt jetzt gut ab für mich. Ich mach den mal so. Schade. Lol, ey, du kannst halt einfach ganz andere Plays machen, ne? Du kannst halt einfach ganz anders spielen. Oh, lol. Mal hin. Und man muss die ganze Zeit korrigieren. Ich muss die ganze Zeit korrigieren, weil ich die ganze Zeit überfordert bin, wie der Ball kommt. Okay, ich lass den mal einfach rollen. So. Okay. Wow, ich lass mal weiterrollen. So, jetzt hin. Einmal hin. Hinterherfliegen. Nope. Boom. Oh,
Der kommt nicht schlecht, der kommt nicht schlecht, der kommt nicht schlecht. Jetzt nochmal. Boom! Okay. Okay. Okay, das ist hart. Das ist hart. Boom. Lol, okay, jetzt hat er geschrieben. Pleasant 2, ja gut. Ey, jetzt gut geschlagen. Oh, hätte ich den gehittet, der wäre reingegangen. Ja, GG. Ich mache aber jetzt nicht dieses Ratespiel. In der vorletzten Folge haben wir ja immer geraten, welchen Rang die Gegner haben. Wenn ich jetzt ins Training gehe, haben wir dann die Gravitation auch im Training? Nee. Jetzt wieder alles normal. Uff, okay. Ey, das wird das Spielgefühl so kaputt machen. Also hiernach muss man bestimmt erstmal nochmal 30 Jahre trainieren, um wieder reinzukommen. Okay, wir haben die erste Runde gewonnen. Das nehme ich. Matchergebnis steht noch aus. So, die anderen müssen noch spielen. 4-3. Mit 4-3 hat er sich durchgesetzt. Oder sie. Er sie. Cookie ist ja neutral. Okay, der Wavedash-Kickoff geht nicht. Deswegen mache ich mal so. Ich habe mir jetzt Late gemacht, damit ich ein bisschen Boost mir noch aufspare. Gut, ich versuche mal. Ich würde sagen, ich versuche mal ein Dribbling, aber das lasse ich mal lieber. Ich mache den mal so. So. Ich gehe einfach hinterher. Er macht nichts, er macht nichts. Okay, er chillt. Da will ich jetzt nicht zu wild spielen. Oh, er hat gelauert. Okay. Ich habe ihn sanft gemacht. Der geht nicht. Moment. Er geht nicht. Oh Mann, ich muss echt an meiner Präzision arbeiten. Das ist ja ein Witz. Okay, runter. Am Boden bin ich am schnellsten, glaube ich. Okay. Bam. Puh, was ein Lied. Ich gehe nicht. Ich gehe, glaube ich, nur, wenn der Gegner einen Fehler macht. Ansonsten bleibe ich, glaube ich, lieber defensiv. Und... Puh, okay. Okay. Nochmal sanft im Spiel halten. Ich fliege 1000 Meter. Okay. Ich mach mal kaputt. Okay, er ist gesprungen. Ich stemme jetzt gegen die Wand. Und er kommt nochmal. Pass auf. Okay, er springt nicht. Er scheint dann... Kann ich den so machen? Nee. Ich hätte wahrscheinlich so machen können, aber ich bin zu schlecht. Okay. Ich denke, wenn er weiterhin so defensiv spielt, ist meine beste Chance wirklich, hier sowas. Ja, den blockte. Den blockte. Okay. Nee, oh, come on. Das ist so schwer. Okay, aber er ist richtig defensiv. Das verwirrt mich. Okay. Versuchen wir es mal so. Guck mal, was er macht. Er pusht dann raus. Okay. Wenn ich jetzt einfach yeete. Moment. Geht jetzt oben gegen. Boom. Ja, der geht dann. Okay. Gut. Ah ja, ich habe mein Auto übrigens wieder angepasst. Dass es so aussieht wie früher. Die Hieroglyphen haben mir kein Glück gebracht. So. Oh lol. Nehme ich. Und ja, deswegen mache ich übrigens auch keinen diagonalen Flippern-Kickoff. Weil du kannst den Ball verpassen. Und noch wegen einer anderen Sache, die ich ja gleich vielleicht nochmal zeige. Denn die meisten machen den nicht richtig. Da gibt's. Oh, okay. Der war auch noch knapp. Und ja, rechts sehen wir es übrigens. Höchstgeschwindigkeit vom Ball, sehr schnell. Schwerkraft niedrig, Ballgewicht leicht. Der rollst du hoch, der holst du hoch. Moment, dann drehen wir nochmal ganz weit. So. Einmal hier. Nee, der Ball fliegt zu schnell. Egal, wie du den hittest, der Ball fliegt halt einfach dann die gesamte Länge des Feldes. Du darfst halt echt nicht in die Luft gehen. Ja. Wenn du einmal in der Luft die Kontrolle verlierst, dann wirbelst du halt einfach in alle Richtungen. Okay, jetzt. Oh, hat er gut geblockt. Okay, Konzentration. Einen vierten will ich noch machen. Okay. Ah, komm auf den Boden. Ja, okay, das könnte auch wichtig sein. Einfach zum Boden zu boosten, wo du dann einfach mehr Kontrolle hast. Boom, okay, hinterher. Wir sind auf dem Boden, let's go. Hinterher, wir gucken mal, wie der prallt. Ich ramme ihn mal weg. Und boom, okay, das war das vierte Tor. Ich wollte 4 machen. Ja, Gegner wegrammen ist heftig eigentlich, ne? Weil wenn du die wegrammst, die werden einfach in den Shadow Realm geheatet. Die sind ja dann ganz woanders. Das muss ich gleich im nächsten Spiel mal ausprobieren, ein bisschen offensiver, das wegrammen. Oh nein, schade. Okay, du kannst auch krasse Double Touches machen dann. So. Come on. Ah, oh, schade. GG. Ich glaube, der war beim letzten Mal auch im Turnier. War der nicht im Finale beim letzten Mal? Ja, wegrammen und zum Boden boosten, ganz ehrlich, das ist... Bumm. Slam. Okay, gut. Ja, der Ball ist immer noch leicht. Wie viel Kamm hatte der? 79. Nur gut, der hat die Latte berührt. Aber der hat sich schneller angefühlt, oder? Hat er die Latte berührt? Ja, das war eine Granate. Gut. Trifft er nicht gut. Ja, okay. Ich habe keinen Boost. Ja, ich habe keinen Boost. Ich bin gelandet jetzt. Okay, danke. Nee, Fehler. Das war sogar zweimal knapp. Granate, okay. Da.
Da einmal. Oh, der rollt perfekt für ihn. Ist weggerammt. Ich ramme ihn mit, nach meinem Gefühl, Fullspeed. Er wird einfach zur Seite geschleudert. Er hat 1 Meter Anlauf und zersmasht mich komplett. Okay. Nein. I hate it here. Die Gravitation! Oh nein, was habe ich getan? Ich hatte einfach einen Brain AFK. Ja. So ist es halt, wenn Gegner mich rammen, dann gehe ich kaputt. Wenn ich Gegner ramme, werden die 1 mm zur Seite geschleudert. Mich ärgert halt nur, dass ich die Gegentore teilweise verschenkt habe wieder. So, geht er über ihn? Sanft. Okay, ein Tor noch. Hallo. So, okay. Er ist rückwärts, er haftet aber. Och komm, wie drehe ich mich denn an der Wand? Gravitation, stopp! Ja. Schönes Tor. Boom. Oh, gut gehalten. Wäre vielleicht lustig, nochmal Gravitation mit Rumble zusammen. Wäre das eine gute Kombination? Aber gut, wenn wir nochmal Gravitationsmodus machen im Turnier, machen wir das zusammen mit Rumble. Und ich glaube, das könnte relativ krass werden. Weil ernsthaft, stell dich mal die Faust vor in der Gravitation. So all, die ganzen Fähigkeiten. Vielleicht machen wir auch unendlichen Boost. Weil das Problem war ja wirklich teilweise, für halt ein schnelles Spiel, dass der Boost nicht unendlich war. Weil du halt immer in der Luft geschwebt bist und nicht so richtig. Beim nächsten Mal machen wir zu 100% unendlichen Boost, dass man schneller auf den Boden kommen kann, dass man ein bisschen mobiler ist. Und wir machen auch zu 100% Rumble, wenn wir es nochmal machen. Ich glaube, das sind so die Dinge, die wir jetzt hier rausgezogen haben, wo wir rausgelernt haben, was wir besser machen können. Okay, und dann würde ich aber sagen, dann sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Falls ihr neu seid, könnt ihr mir sehr gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt auch sehr gerne meinen Creator-Code Bartos.T eintragen. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao. Dicker.